Ja, wir sind hier in Hamburg im Stadtpark und haben jetzt gerade Hamburg räumt auf eröffnet. Und das ist natürlich ganz besonders schön, weil wir Corona-bedingt so einmal haben ausfallen lassen, einmal haben wir es in den Herbst verschoben. Und heute haben wir bei bestem Wetter Hamburg räumt auf gestartet. Wie so häufig den Startschuss gegeben mit einer Kindergartengruppe und die Kiddies, die also hier mitgesammelt haben, ausgestattet mit Zangen, Handschuhen der Stadtreinigung, mit Käppis der Stadtreinigung, voll begeistert, also sind an Sauberkeit unglaublich interessiert. Und wir gehen natürlich davon aus, dass die Kinder dann sowas auch in ihrem Lebensumfeld, im Zweifel zu Hause, an Geschwister oder auch an die Eltern weitergeben und sagen, Mensch, wir haben da sauber gemacht und hinterher sah das noch schöner aus als vorher. Es macht Hoffnung, dass sich jedes Jahr Zehntausende von Hamburgerinnen und Hamburgern freiwillig an dieser Aktion beteiligen. Dieses Jahr haben sich 50.000 Menschen angemeldet aus 800 verschiedenen Gruppen, Firmen, Institutionen, Schulen, Kindertagesstätten. Und alle wollen mithelfen und mitmachen und dafür sorgen, dass unser öffentlicher Raum jetzt rechtzeitig zum Frühjahr in gutem Zustand ist. Wir organisieren das jedes Jahr immer gemeinsam mit unserer Umweltbehörde, mit der Bukea. Und die Firma Dice liefert die Abfallsäcke, die Kunststoffsäcke, die recycelbar sind. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich natürlich noch anzumelden, teilzunehmen. Und wir haben in den 25 Jahren, seitdem wir das machen, eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir sind, glaube ich, damals mit 7.000 Teilnehmenden angefangen. Heute sind wir nicht weit weg von 70.000. Das Wichtige an der Aktivität ist ja, dass wir damit auch natürlich die Botschaft hinterlassen wollen, bringt euren Müll dorthin, wo er hingehört, nehmt ihn mit nach Hause oder bringt ihn in den Papierkorb und hinterlasst ihn nicht einfach in der Grünanlage. Insofern ganz herzlichen Dank an die Stadtreinigung, ganz herzlichen Dank an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich dieses Jahr wieder in der Hamburger Frühjahrsputzaktion beteiligen.